Was wäre eigentlich passiert, wenn Hermine Granger in Ravenclaw einsortiert worden wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. Hermine Jean Granger wurde natürlich, wie wir alle wissen, in Gryffindor einsortiert. Aber sie war sehr nah dran, im Hogwarts-Haus Ravenclaw zu landen. Der sprechende Hut war sich wirklich sehr unsicher bei seiner Entscheidung, welches Haus am besten für sie geeignet ist. Es gibt Argumente, dass normalerweise beide Häuser sehr geeignet sind, aber die Frage ist, welches Haus dem Schüler den größten Nutzen bringen kann. Normalerweise liegt es immer zwischen Ravenclaw und Gryffindor, da ihre Ethik recht ähnlich ist, auch wenn sich die Hausberufe unterscheiden. Hermine ist fleißig und akademisch. Es ist keine Überraschung, dass wir immer noch einige argumentieren hören, dass sie eine Ravenclaw sein sollte, auch wenn sie sich als Gryffindor hervorgetan hat. Im heutigen Video werden wir genau das tun, was wir mit dem Harry Potter Video gemacht haben, als wir ihn in Slytherin einsortiert haben. Also sortieren wir heute Hermine nach Ravenclaw ein. Vorher möchte ich eine kleine Erwähnung machen. Und zwar an Urage. Die netten Leute von Urage haben mir nämlich eine richtig coole Gaming-Maus zugeschickt. Und dies ist ohne zu übertreiben die beste Gaming-Maus, die ich hier hatte. Urage hat richtig coole und interessante Produkte in ihrem Repertoire und ich empfehle euch, das gerne mal auszuchecken, wenn ihr auf Gaming steht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt lasst uns direkt mit dem Video starten. Bevor ich mit dem Video beginne, ist es aber wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Diese Geschichte dreht sich um Harry Potter. Er ist die Hauptfigur und es geht um seine Reise. Hermine und Ron sind auch Hauptfiguren, versteht mich nicht falsch, aber die Mehrheit der Dinge, in die sie verwickelt sind, führen immer zurück zu ihm oder haben etwas mit Harry zu tun. Da Harry Potter in Slytherin war, jedenfalls laut meinem anderen Video, war das Video ein bisschen anders, weil sich die Geschichte öfters verändert hat. Wir hatten immer noch einen Weg, den wir gehen konnten. Da Hermine in Ravenclaw ist, wird es tatsächlich viel schwieriger werden. Indem ich diese Anpassung vornehme, müsste ich eigentlich Hermines Jahre als Ravenclaw komplett umschreiben, da wir einfach nicht wissen, wie ihre Erfahrungen in Hogwarts aussehen würden, und das werde ich nicht tun. Aber ich werde ihre Umgebung in Betracht ziehen und mein Bestes tun, um zu sehen, wie sich die Geschichte verändert. Aber ich muss ganz klar sagen, Hermine Granger als Ravenclaw ändert nichts drastisch in ihrem Weg oder ihrem Bezug darauf, wie erfolgreich sie sein würde. Stattdessen ist es ihre Abwesenheit, die drastische Veränderungen in der Entwicklung von Harry und Ron zeigt. Am Ende des Videos werde ich meine eigene Meinung dazu äußern, ob ich denke, dass Hermine eine geeignete Ravenclaw-Kandidatin wäre. Aber bis dahin lasst uns direkt zur Sortierzeremonie gehen. Alles, was wir jetzt über die Sortierung wissen, ist, dass Terry Boot von ihr erzählt bekommen hat, dass der Hut ernsthaft darüber nachgedacht hat, sie in Ravenclaw zu platzieren, sich aber letztendlich für Gryffindor entschieden hat. Der Hut wird auf Hermines Kopf gesetzt und der Hut brauchte über 4 Minuten, und das ist schon ziemlich lange, sich zu entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hut zu dem Schluss gekommen ist, dass Hermines Wissensdurst am besten im Haus des Adlers aufgehoben ist. Aber letztendlich entscheidet sich Hermine für Gryffindor und lächelt, als sie ihren Platz einnimmt. Eine andere Ravenclaw-Schülerin aus einer höheren Jahrgangsstufe informiert Hermine dann, dass sie nicht die einzige heiße Kartoffel zwischen Ravenclaw und Gryffindor ist. Es gab also schon mehrere Leute, die genau zwischen dieser Entscheidung standen. Ihr Hausleiter, Professor Flitwick, war ein bekannter Lehrer, zusammen mit der Gryffindor-Leiterin Professor McGonagall, die beide zwischen den beiden Häusern standen. Beide Lehrer hätten leicht in entgegengesetzte Häuser gehen können und der Hut hätte anders entschieden und dann wäre die Geschichte auch komplett anders verlaufen. Das ist etwas, worüber sie hin und wieder scherzen. Hermine gibt das einen Schub an Selbstvertrauen. Sie würde es genießen, von zwei mächtigen Lehrern unterrichtet zu werden. Wie ich bereits sagte, wird dieses Video wirklich die Bedeutung von Hermine zeigen. Also lasst uns mit Buch 1 beginnen. Harry und Ron werden gute Freunde. Alles geschieht ziemlich schnell. Ron wird ein Gryffindor, Harry wird ein Gryffindor und es ist ein ziemlich ausgeglichener Anfang. Harrys Narbe schmerzt ihn immer noch wie damals. Er glaubt immer noch, dass Snape der Bösewicht ist und er untersucht immer noch den Stein der Weisen zusammen mit Ron. Das Problem ist, dass Hermine nicht da ist, deren leichte Lektüre sie zum Stein der Weisen geführt hat.
Ohne sie würde Harry es wirklich schwer haben und Ron wäre auch keine große Hilfe. Sie haben herumgefragt, was ihn möglicherweise unerwünschte Aufmerksamkeit erregen könnte. Ron hätte auch den Schwebezauber nicht gelernt ohne Hermines Ermutigung, denn die beiden Jungs wären nicht in die Mädchentoilette gegangen, um nach ihr zu suchen, da sie jetzt in einem anderen Haus wäre. In einem anderen Haus hätte sich Hermine gut in Ravenclaw eingelebt. Sie ist sehr fleißig und viele Ravenclaws respektieren akademische Versprechen, da sie so viele Hauspunkte wie möglich durch Leistungen gewinnen wollen. Ohne Hermine hätten Ron und Harry in Buch 1 möglicherweise nicht mal überlebt. Hermine hat sie davor bewahrt, in der Teufelsschlinge zu ersticken. Harry überlebte nur, weil er auf ihre Anweisungen hörte und Ron dank des Zaubers, den sie benutzte. Sie löste auch das Rätsel, das Harry in den letzten Raum brachte. Ob Harry es ohne Hermine bis zum letzten Raum geschafft hätte und dem dunklen Lord begegnet wäre, ist unmöglich zu sagen. Aber ohne Hermine wäre es ein ernsthafter Test für Wissen und Konzentration für die beiden gewesen. In Buch 2 sehen wir sehr wenig von Hermine, da sie versteinert wurde. Ihr einziger Beitrag war die Entdeckung, dass das Monster ein Basilisk war, von dem Harry und Ron keine Ahnung hatten. In Buch 3 wird Hermine, wie sie ursprünglich war, die klügste Hexe in ihrem Jahrgang sein. Ihr Wissen über Zaubersprüche und die Ausführung von Zaubern ist unübertroffen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie den Zeitumkehrer von Professor McGonagall erhält, da sie in jeder erdenklichen Hinsicht das Beste will. Ihre Abwesenheit als Gryffindor hätte drastische Veränderungen zur Folge, da sie nicht bereit wäre, in der Zeit zurückzureisen, um sich zu warnen. Harry Potter würde kein einziges Schuljahr ohne Hermine Granger überleben, denn Hermine hat kein echtes Interesse, von dem wir wissen, da sie keine enge Beziehung zu Ron und Harry aufgebaut hat. Das Trio wurde erst nach dem Trollvorfall echte Freunde. Und naja, der Trollvorfall hätte nie stattgefunden, wenn sie nicht in Gryffindor gewesen wäre. Das heißt, sie hätte wahrscheinlich nicht an der Quidditch-Weltmeisterschaft teilgenommen, aber sie hätte wahrscheinlich trotzdem das Interesse von Viktor Krumm auf sich gezogen in Buch 4. Sie hätte den Weihnachtsball mit ihm besucht, auch wenn wir die Dinge etwas offener sehen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass Hermine bereits Gefühle für Ron hatte. Also, ohne ihn in dieser Zeitlinie ist sie frei, Viktors Gesellschaft zu genießen und hat vielleicht einfach seine Einladung angenommen, den Sommer mit ihm zu verbringen. Danach spielte sie wieder einmal eine Schlüsselrolle für Harrys Erfolg. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass Harry die erste Herausforderung des trimagischen Turniers bestand. Und sie lehrte ihm den Beschwörungszauber, der es ihm ermöglichte, sein Besen und das goldene Ei zu bekommen, da Harry nicht geschickt genug war, um das Ungeheuer mit Magie zu bekämpfen. Wenn wir also Hermine aus dieser Gleichung herausnehmen, was muss Harry tun, um den Drachen zu besiegen? Es ist auch nicht ganz klar, ob sie und Ginny Weasley noch Freunde werden, da sie in verschiedenen Häusern leben und kein gemeinsames Zimmer teilen würden, was bedeutet, dass sie wenig bis gar keine Zeit zusammen verbringen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass Hermine sich mit Cho Chang und sogar mit Luna Lovegood anfreundet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Cho Hermine gegenüber offenbart, dass sie sowohl Cedric als auch Harry mag, denn daran hätte sich nichts geändert. Hermines Abwesenheit in Buch 5 hebt ihre Rolle noch mehr hervor, da sie alle dabei unterstützte, Harry zu glauben, als er über Voldemorts Rückkehr sprach. Der Tagesprophet wollte ihm kein faires Interview geben, da sie so voreingenommen waren, also musste Rita Kimcorn erpresst werden, um Harry zu helfen, etwas von seiner Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Dies überlässt Harry der Gnade einer Menge Leute, die ihm nicht wohlgesinnt sind. Hermine griff auch ein und rettete Harry vor dem Cruciatusfluch durch Dolores Umbridge, was bedeutet, dass Harry einen der unverzeihlichen Flüche hätte erleiden müssen. Ich denke, es ist klar, wie groß die Rolle ist, die Hermine für Harrys und Rons Erfolg spielt und was ihre Abwesenheit tatsächlich für sie bedeuten würde. Für Buch 6 würde uns ihre aggressive und leidenschaftliche Seite fehlen, die manchmal zu irrationalem Verhalten führte. Sie trank auch den ekelhaften Vielsafttrank, um sich in Bellatrix zu verwandeln und rettete Harry mehrmals. Wenn wir ihren Geist sehen, als er in Ravenclaw einsortiert wird, wird deutlich, wie wichtig sie für Harry und Ron ist. Mehr als noch ihre eigene Macht. Würde sie bei den finalen Schlachten fehlen, wären Harry und Ron höchstwahrscheinlich wieder einmal getötet worden. Hermine beschützte sie in den Heiligtümern des Todes und half ständig, sie von Ort zu bewegen. Ihre Abwesenheit in Buch 7 würde bedeuten, dass sie nicht an der Jagd nach den Horcruxen beteiligt wäre.
Sie wäre höchstwahrscheinlich mit ihren Eltern in der Muggelwelt versteckt, und obwohl sie nicht im Kampf aktiv beteiligt wäre, würden Harry und Ron ohne sie vermutlich scheitern. Hermine war in den Heiligtümern des Todes sehr wichtig und rettete Harry und Ron oft vor dem sicheren Tod. Wenn man bedenkt, wie groß ihre Rolle für Harry und Ron ist, wäre ihre Abwesenheit ein schwerwiegender Verlust für sie und die gesamte Handlung gewesen. Wenn ihr mich fragt, würde Hermine in Ravenclaw gut zurechtkommen. Sie hätte jedoch wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten damit, über den Tellerrand zu schauen, da für sie alles erst bewiesen sein muss, bevor sie einen Gedanken daran verschwendet. Es sei denn, es ist mit einer Quelle geschrieben, die sie für akzeptabel hält. Ein Blick auf ihre Ablehnung und glückliche Missachtung des Klitterers zeigt, dass Ravenclaws innovativ und kreativ sind. Sie sind Erfinder und Theoretiker und setzen einen Standard. Sie folgen nicht blindlings, sondern schauen über den Tellerrand hinaus. Diejenigen, die das können, gehören nach Ravenclaw. Und Hermine, ganz ehrlich, ich denke, dass sie das kann, wenn sie nicht in Gryffindor einsortiert worden wäre. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, denke ich schon, dass Hermine ziemlich gut in Ravenclaw klargekommen wäre. Wenn wir das Ganze jedoch aus der Perspektive der Harry Potter-Geschichte betrachten, denke ich, dass es nicht über Buch oder Film 1 hinausgegangen wäre, da Harry und Ron ohne Hermine kläglich gescheitert wären. Was denkt ihr darüber? Und das war's mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.